Hallo, hier ist Entspannung wirkt und du hörst eine Hypnose gegen Zahnarztangst. Ich habe sie zusammen mit dem Kieferchirurgen Dr. Dr. Norman von Sternberg entwickelt. Er ist genau wie ich Experte für Hypnose. Wenn du Angst vorm Zahnarzt hast und dich auf die Behandlung vorbereiten möchtest, kann ich empfehlen, diese Entspannungsreise sich vorher anzuhören. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass dein behandelter Zahnarzt was dagegen hat, wenn du dir während der Behandlung Kopfhörer ins Ohr setzt und dir das anhörst. Das könnte dir helfen, leichter und entspannter, ohne Angst durch die Behandlung durchzugehen. Die Hypnose führt dich ans Meer. In ein kleines Holzhaus auf einem Steg mitten im Wasser. Und dort kannst du in einer Hängematte eine richtig gute Zeit verbringen und anschließend vielleicht sogar einschlafen. Wenn du die Reise nicht bis zu Ende hören kannst, so macht das übrigens gar nichts. Du bist jederzeit ansprechbar und kannst auch sofort reagieren. Und damit legen wir los und ich bitte dich, es dir bequem zu machen. Entweder du bist zu Hause und dann kannst du dich so richtig gemütlich ins Bett kuscheln oder aufs Sofa. Und wenn du beim Zahnarzt bist, dann leg doch die Hände ganz entspannt neben deinem Körper ab oder die Hände auf deinen Bauch. Atme ganz einfach ein und aus. Lass den Atem natürlich kommen und wieder gehen. Und wenn du es noch nicht getan hast, dann schließ deine Augen. Ich führe dich zunächst ein wenig in die Entspannung. Dabei hörst du meine Stimme. Und wenn um dich herum noch weitere Geräusche sind, dann vertiefen sie nur das Gefühl von Entspannung in dir. Du darfst dir jetzt erlauben, loszulassen. Dein Atem strömt weiter. Dein Herz schlägt ruhig und gleichmäßig. Und während du einfach hier bist und meine Stimme hörst, ist es gut zu wissen, dass du jederzeit tiefer gehen kannst. Tiefer loslassen kannst, einfach weich werden im Körper. Und während du einfach da bist, im Hier und Jetzt, und während dein Atem weiter ein- und ausströmt, hörst du meine Worte, die dich begleiten in einen wunderschönen Zustand der Entspannung. Und wer weiß, wo du bereits jetzt im Körper ein wohliges und angenehm schweres Gefühl wahrnimmst. Vielleicht im rechten Bein oder im linken Arm. Und manche Menschen stellen sich nun vor, sie entwickeln Wurzeln und wachsen in die Erde.
während du einfach tiefer gehst in die Entspannung und Gewicht abgibst an die Unterlage, die dich trägt. Und vielleicht bist du ja schon gespannt darauf, was dein Unbewusstes dir heute zeigen möchte. Und so darf sich nun langsam und in deinem Tempo in dir der Raum der inneren Bilder öffnen. Vielleicht siehst du dort vor geschlossenen Augen eine Tür. Eine schöne alte Holztür, gestrichen in deiner Lieblingsfarbe. Vorsichtig drückst du die Klinke herunter und die Tür öffnet sich. Und so trittst du über die Schwelle. Du bist am Meer. Das Meer breitet sich als türkisfarbener Teppich bis zum Horizont aus. Darüber hängt eine orangefarbene Sonne an einem blassblauen Himmel. Ein Anblick wie aus dem Urlaub. Das Meer ist ruhig. Sanft schaukeln die Wellen hin und her. Hin und her. Und der Abendwind rauscht leise in Palmen. Wie schön, dass du da bist, flüstert er. Und du verstehst, dass du hier am Meer in Sicherheit bist. Es ist ein Ort der Ruhe und des Friedens. Und alle Geräusche, die du vielleicht noch hörst, vertiefen nur das Gefühl von Entspannung in dir. Lauf ruhig ein wenig umher und schau dich um. Spürst du,
wie angenehm weich der Sand unter deinen Füßen ist. Dann entdeckst du einen Steg, der aufs Meer hinausführt. Am Ende des Stegs erhebt sich eine romantische Holzhütte. Hast du Lust, mit mir dorthin zu gehen? Dann komm mal mit. So machst du dich auf den Weg. Behaglich knarren die Planken des Stegs unter deinen Füßen. Und mit jedem Schritt, den du gehst, kommst du noch mehr hier an. Mit jedem Schritt entspannst du doppelt so tief. Mit der Eins lässt du doppelt so tief los und entspannst doppelt so tief. Mit der 2 scheint die Abendsonne warm auf dich herab und deine Schultern sinken noch weiter nach unten. Die Arme lassen los. Doppelt so tief loslassen. Doppelt so tief auch mit der magischen 3. Vielleicht bewirkt etwas, dass sich nun auch deine Fußgelenke lösen und angenehm schwer werden. So, als wären Gewichte an ihnen befestigt. Du lässt doppelt so tief los. Vier. Du blickst zum Himmel und folgst dem Flug eines Vogels. Und auch alle großen und kleinen Muskeln lassen los. Sie glätten sich, während eine Welle der Entspannung durch dich hindurch strömt. Von Kopf bis Fuß und Fuß bis Kopf. Und so lässt du los auch mit der 5. Doppelt so tief, auf deine Weise und in deinem Tempo. Denn jeder Mensch braucht einmal eine Pause. Früher oder später oder jetzt.
Du erreichst die Holzhütte am Ende des Stegs. Sie erhebt sich auf Stelzen im seichten Wasser und ist aus stabilem Holz gezimmert. Durch die offenen Fenster weht eine Meeresbrise herein. Weiße Vorhänge flattern im Wind. Drin siehst du ein bequemes Bett, das mit großen Kissen gepolstert ist. Darüber spannt sich ein offenes Glasdach auf. Die Holzhütte umgibt eine Veranda. Hier blühen rosafarbene Azaleen in Tontöpfen. Und wohin du auch blickst, siehst du türkisfarbenes Wasser. Ein glitzernder Teppich. Endloses Blau. Endlose Weite. Das Wasser ist so klar, dass du den weißen Sand auf dem Grund sehen kannst. Und schau mal, dort ist ein Schwarm bunter Fische. Er ist auf dem Weg zu einem Korallenriff. Weit draußen im Ozean. Und wer weiß, ob du dich beim Anblick des ruhigen Ortes immer entspannter fühlst? Oder ob du leicht wirst und beschwingt? Während du genießt, dass du dich um nichts und niemanden zu kümmern brauchst. Und so macht es gar nichts, ob du nur sehr leicht oder sehr tief entspannst. Hauptsache, du lässt los. Dann entdeckst du eine weiße Hängematte auf der Veranda, die zwischen zwei stabilen Palmen hängt. Daneben steht ein Tisch mit Kokosnüssen und Strohhalmen. Nimm dir gerne etwas zu trinken und leg dich in die Hängematte. Und dann schau in den Himmel. Erst ist er blitzblau,
Dann geht die Sonne langsam unter und marmoriert ihn in den schönsten Farben. Das Rot von Himbeeren mischt sich mit Kobaltblau. Dazwischen Streifen von Gold und Silber. Die Blätter der Palmen rahmen deinen Blick. Fedriges Grün, das dir kühle Luft zufächert. Und so darfst du froh sein, hier zu sein. In der Natur, in der du so geborgen bist. Alles ist in Ordnung. Und während das Meer leise rauscht, und während die Sterne über dir funkeln wie Juwelen, und während eine gute Kraft mit dir ist, die dich stärkt, darfst du immer weiter entspannen und erleichtert sein, dass es dir gut geht. Und so schaukelt dich die Hängematte tiefer und tiefer in dieses Gefühl der Sicherheit. Das Gefühl der Geborgenheit und des Vertrauens. Während dein Unbewusstes seine Arme ausbreitet und sagt, komm, lehn dich an. Du bist hier in Sicherheit. Ich sorge für dich und passe auf dich auf. Du liegst da und lässt diesen Moment der Ruhe und der Sicherheit in dir ankern. Und guck doch mal, ob du etwas hier findest, das dich an diesen Moment erinnert. Vielleicht eine besonders schöne Farbe. Oder ein Stern. Oder eine Abendwolke. Dieses Bild kannst du mit nach Hause nehmen. Und wenn du es das nächste Mal siehst, erinnert es dich an diesen wunderschönen Ort auf dem Holzhaus im Meer, inmitten des Blau, inmitten des Ozeans,
inmitten der Blumen und der Fische in den Korallenriffen. Und während du so da liegst, sorgt dein Unbewusstes auf seine Weise dafür, dass Selbstheilungskräfte in dir wirken. Und deinen Körper mit dem versorgen, was er braucht. Hier, an einem sicheren Ort, an den du jederzeit zurückkehren kannst. Und wie wäre es jetzt, wenn du dich wie von Zauberhand im Bett in der Holzhütte befindest? Um dich herum breiten sich gemütliche Kissen aus kühlem Leinen aus. Über dir, durch das offene Glasdach, siehst du die Sterne funkeln. Das Meer um dich herum ist still. Still und nachtblau. Wenn du möchtest, kannst du gerne einschlafen. Schlaf schön und hab goldene Träume.